Aber die Vortragenden des ersten Vortrags, der Marc Janssen und der Christian Meyer, oder andersrum, der Christian Meyer und der Marc Janssen, die sind beide Kernentwickler vom GeoEx-Projekt und werden uns jetzt die Neuerungen des Projekts vorstellen. Hallo von meiner Seite, herzlich willkommen zu unserem Vortrag GeoEx 3 in der Praxis. Was wird Sie die nächsten 20 Minuten erwarten? Wir werden uns jetzt kurz vorstellen, werden dann aktuellen Projektstand berichten. Danach werden wir ein bisschen aus dem Nähkästchen, aus dem Entwicklungsalltag mit GeoEx erzählen, ein paar Praxistipps geben, zwei Projektbeispiele, die ja, sehr intensiv zeigen, was man mit GeoEx alles umsetzen kann. Und falls noch Zeit bleibt, werden wir noch ein kleines Tutorial zeigen, wie man seine erste Hallo-Welt-Applikation mit GeoEx entwickeln kann. Mein Name ist Christian Meyer, ich bin Geoinformatiker, arbeite als selbstständiger Softwareentwickler und Architekt, leite das Geoinformatikbüro Maximum in der Nähe von Mannheim. Bin, wie schon erwähnt, Kernentwickler vom GeoEx-Projekt, bin auch Mitglied des Projektsteuerungskomitees, bin des Öfteren auf nationalen, internationalen Konferenzen unterwegs, so wie jetzt gerade auch, und halte dort Vorträge und richte Workshops aus. Und außerdem bin ich noch OSGeo Foundation Charter Member. Wie bereits erwähnt, das Geoinformatikbüro Maximum, wir bieten Dienstleistungen im Bereich GIS, Webmapping, Geodateninfrastrukturen an, dabei schwerpunktmäßig Software, Konzeption und Entwicklung, alles basierend auf Open-Source-Komponenten. Zu den Themen bieten wir auch Schulungen und Beratungen an und stellen außerdem Geodaten bereit. Ja, mein Name ist Marc Janssen. Ich bin seit 2007 angestellt bei der Firma Terrestris aus Bonn. Ich bin Kernentwickler von OpenLayers, ein Produkt, was Sie vielleicht schon häufiger gehört haben im Laufe dieses ersten und zweiten Tages bei der FOSGIS. Ich bin aber auch Kernentwickler und Project Steering Committee Member des Projekts GeoExt. Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch geschrieben zu OpenLayers. Auch ich spreche gerne auf Konferenzen, national wie international, und bin auch OSGeo Foundation Charter Member. Mich entsendet hierhin die Firma Terrestris. Wir haben einen Stand in dem Ausstellerbereich. Sprechen Sie uns einfach an. Wir verwenden erfolgreich seit mehr als 10 Jahren all diese Softwarekomponenten, von denen Sie hier hören, und helfen unseren Kunden dabei, neue Sachen zu entwickeln, bestehende Sachen weiterzupflegen. Wir bieten Wartung und ganz viele Sachen drumherum an. Sprechen Sie uns einfach an, wir lieben das, was wir tun, und sprechen gerne mit jedem darüber, lang und oft. Okay, GeoEx, der aktuelle Stand. Zunächst, was ist GeoEx? GeoEx ist ein JavaScript-Framework, mit dem man solche Rich Web Mapping Applications machen kann. Es basiert letztlich auf OpenLayers und XJS. OpenLayers kann ich hier nicht detailliert darstellen, ist letztlich ein JavaScript-Framework, was man verwenden kann, um Webkarten zu erzeugen. Und XJS ist eine JavaScript-Bibliothek, mit der man sehr ansprechende, durchaus auch komplexere Oberflächen erzeugen kann, die dann mit Fenstern und Grids, also klugen Tabellen und komplexere Layouts. Und daneben hat XJS halt auch noch ein sehr ausgebufftes eine Datenkomponente, das heißt Daten und Views, also wie zum Beispiel die Daten in einem Grid dargestellt werden. Da ist halt die Darstellung losgelöst von der Datenhaltung. GeoEx jetzt nimmt quasi das Beste aus beiden Welten und hat halt quasi grafische Komponenten, also im einfachsten Fall eine GeoEx-Komponente, die eine Karte darstellt, in einem XJS-Panel beispielsweise, so kann man sich das vorstellen. Und gleichzeitig erweitern wir auch das Datenpaket, von dem ich gerade eben schon kurz gesprochen habe. Sprich, es wird einfacher, mit einer Menge von Features beispielsweise, also geografischen Features, zu interagieren und sie darzustellen in einem Grid beispielsweise. GeoEx ist Open Source, das Copyright liegt bei der OSGeo, und auch GeoEx ist schon sehr alt, besteht seit dem März 2009 letztlich, also ungefähr 8 Jahre. So kann das dann aussehen, so sind so die alten GeoEx-Applikationen, die man so vor allem kennt. Das ist eine GeoEx 2-Applikation, also ein Screenshot davon, die jetzt hier auf einem Laptop dargestellt ist. Sie sehen, da sind ganz viele Oberflächenkomponenten und es ist richtig bunt und viele Knöpfe. Gleichzeitig wirkt das Layout so ein bisschen altbacken. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr funktionale, noch im Betrieb befindliche Applikation, die wunderbar für spezielle Fragestellungen halt sehr ausgebuffte Möglichkeiten der Interaktion mit ihren Daten und Diensten anbietet. So kann das also zum Beispiel aussehen. Oder halt, das ist ein neueres Beispiel, das ist eine Applikation mit GeoEx 3, die entwickelt wurde, die halt sowohl auf einem Desktop-PC jetzt hier funktioniert und gleichzeitig auch auf einem mobilen Telefon, auch wenn jetzt da der Hintergrunddienst ein bisschen anders ist, aber sprich, auch da kann man diese GeoEx-Bibliothek wunderbar verwenden für. Also so kann es auch aussehen mit der neuesten GeoEx-Applikation.
Ganz aktuell, vom 13.03., also wirklich erst eine Woche oder zwei Wochen, haben wir die Version 3.0 rausgegeben, also veröffentlicht. Tatsächlich gab es vorher schon ungefähr anderthalb Jahre, würde ich sagen, hat sich da eigentlich nichts Wesentliches mehr getan am Code. Wir haben nur diese Version nie released. Das hätten wir also schon durchaus früher machen können. Nichtsdestotrotz, jetzt haben wir die Version 3.0. Es gibt noch eine ganze Menge andere Versionen, die jeweils andere Anforderungen haben an die Bibliotheken, die drumherum sind. Ich werde das nicht im Detail durchgehen. Dieser Vortrag hier befasst sich nur mit der Version 3.0. Die braucht XJS 6.2.0, ist so verfügbar, und OpenLayers 3.20.1. Und Sie sehen schon, vielleicht waren Sie auch im OpenLayers Talk, das ist nicht die neueste Version von OpenLayers. Der aktuellste Stand von GeoX, also das, was wir gerade aktuell entwickeln, das ist schon auf dem besten Wege, dass wir bald auch OpenLayers 4 unterstützen werden. Es ist aber halt noch nicht veröffentlicht. Okay, jetzt haben wir einige Praxistipps. Übernehme ich hier. Wie gesagt, in der täglichen Arbeit, wenn wir quasi Kundenprojekte mit GeoX lösen, haben sich gewisse Dinge einfach rauskristallisiert, die sich so ein bisschen als Best Practices oder als Do's und Don'ts, haben wir es jetzt genannt, herauskristallisiert haben. Die wollen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen erläutern und Ihnen mit auf den Weg geben, dass Sie vielleicht auch davon profitieren können. Zum einen, der erste Punkt, GeoX via Git Clone. Was hat es damit auf sich? Es gibt im XJS-Ökosystem gibt es ein eigenes Packaging-System. Das heißt, man kann quasi Erweiterungen für XJS als sogenannte Center-Packages bauen, dass man quasi über deren Distributionswege diese Pakete beziehen kann. Wir haben GeoX 3 als solches Center-Paket designt und auch entwickelt, hatte aber gewisse Nachteile, die Flexibilität hatte gefehlt, auch mit den nicht releaseden Versionen das Ganze zu nutzen. Von daher haben wir uns jetzt mit dem Release der Version 3.0 dazu entschieden, GeoX in Anwendung über einen einfachen Git-Clone einzubinden. Sie können nach wie vor die releaseden Versionen über diesen Center-Mechanismus nutzen, aber wir empfehlen mit der neuesten Version einfach über Git-Mechanismen, entweder über einen Download oder wie gesagt über einen Clone, GeoX in ihre Anwendungen einzubinden. Wie das geht, kann man vielleicht am Ende noch zeigen in diesem kleinen Tutorial. Des Weiteren gab es mit der Neuerung von XJS 6 die Neuerung, dass es quasi zwei Toolkits in XJS gibt. Zum einen das Toolkit Modern, was speziell für Touchgeräte optimiert ist, und zum einen das Toolkit Classic, was quasi das alte X in etwa widerspiegelt, was sehr Desktop-orientiert ist. Man sollte sich vorher einfach gut überlegen, welche Anforderungen habe ich, was sind meine Zielplattformen. Bin ich nur auf dem Desktop unterwegs, macht es eventuell Sinn, sich auf dieses Classic-Toolkit zu beschränken. Bin ich vielleicht mehr auf den Touchgeräten unterwegs, macht es Sinn, das Modern-Toolkit zu verwenden. Ich kann aber auch eine Mixtur aus beiden nutzen, so eine sogenannte Universal-App generieren. Dazu haben wir letztes Jahr auf der FOSGIS einen Vortrag gehalten. Also wer dazu mehr wissen will, kann sich das Video vom letzten Jahr angucken, wie das genau funktioniert. Der eigentliche Kernpunkt ist hier, dass man sich einfach im Vorhinein am besten schon mal Gedanken macht über die Toolkits, weil das hinterher zu ändern ist ein bisschen schwierig. Des Weiteren empfehlen wir, dass das Censure Command verwendet werden soll. Censure Command ist ein weiteres Werkzeug, ein Programm aus dem XJS-Ökosystem, ist ein Kommandozeilentool, was mir hilft, meine Applikationen zu verwalten. Das heißt, das Anlegen einer neuen Applikation, Hinzufügen bestimmter Applikationskomponenten wie Views und Controller, als auch der komplette Build-Prozess bekomme ich mit diesem Tool mehr oder weniger geschenkt. Das heißt, alle wesentlichen Schritte der Applikationsentwicklung, so diese Meta-Aufgaben, die man immer hat, um produktive Anwendungen zu designen, kann man mit Censure Command, was man sich frei runterladen kann, relativ schnell und optimiert für X-basierte Applikationen lösen. Der vierte Punkt, der uns sehr wichtig ist, dass man eins der unterstützten Programmierparadigmen verwendet. Das heißt entweder MVC, Model View Controller, oder MVVM, Model View View Model. Wenn beide unterstützt von XJS und auch von GeoX, empfehlen wir sehr, die zu verwenden und keinen Spaghetti-Code zu schreiben. Hintergrund der Paradigmen, wenn Sie die nicht kennen, ist einfach im Wesentlichen die Trennung von UI und Applikationslogik. Dass Sie quasi das losgelöst voneinander designen und implementieren, was dann wiederum Vorteile hat für die Universal-Apps, die ich angesprochen habe. Dann können Sie nämlich die Business-Logik quasi lassen und ändern nur für die verschiedenen Endgeräte die UIs, sodass Sie quasi zwei UI-Pakete für Telefon und für Desktop haben, aber Ihre Business-Logik bleibt die gleiche, was den Entwicklungsprozess erheblich vereinfacht.
Da unten sehen Sie zwei Befehle, Censure App Watch und Censure App Build. Das sind zwei solche Kommandozeilenaufrufe, die man machen kann. Censure App Watch wird eigentlich während des Entwicklungsprozesses verwendet. Und warum führen wir die hier auf als Do's? Bitte verwenden Sie periodisch einfach mal beide. Wir haben in Projekten Erfahrung gemacht, dass insbesondere was das Theming angeht, also wenn Sie ein anderes Look and Feel haben wollen, Censure App Build sich teilweise halt ein bisschen anders verhält wie Censure App Watch. Machen Sie einfach mal immer wieder diese Censure App Watch aus, machen App Build und schauen sich das an. Wenn Sie ein Upgrade durchführen, weil Sie etwa OpenLayers hochziehen und denken, oh, vielleicht klappt es ja doch irgendwie, dass GeoX doch damit läuft, weil Sie irgendein neues Feature von OpenLayers haben wollen, bitte achten Sie auf die Konsole im Browser. Wir haben so einen Mechanismus, da OpenLayers ja nicht mehr in der Form existiert, dass es nur ein OpenLayers gibt, sondern dass Custom Builds der Normalfall sind eigentlich bei OpenLayers. So können wir also nicht voraussetzen, dass all die Funktionalitäten, auf die GeoX aufbaut, immer in jeder OpenLayers-Version drin sind, die Sie verwenden. Das heißt, wenn die auf der Konsole dann irgendwie festgestellt wird, es fehlt eine Klasse, die man eigentlich bräuchte, um irgendeine Funktionalität zu nutzen, würden wir dort warnen. Dann noch einen Hinweis zu Testing und MVVM. Also ein Do ist natürlich, dass Sie Ihre Applikationscode testen. Da diskutiere ich auch nicht gerne drüber. Wie man das mit diesen Model-View-View-Model-Sachen macht, ist halt ein bisschen komplizierter. Da sind der Kai Volland und meine Wenigkeit haben da ein Workaround, eine Lösung gefunden, die wir wahrscheinlich auch irgendwann jetzt zukünftig veröffentlichen werden. Letztlich ist das die Strategie. Der Hintergrund von dem, was auch der Christian eben sagte, wenn Sie Model View View Model machen, haben Sie die Quellen für eine Komponente, die Sie wirklich sehen, also ein Grid oder so, die sind in mehreren Dateien aufgeteilt. Das macht Ihnen die Entwicklung leichter. Sie sehen relativ schnell, wo Sie ran müssen, wenn Sie einen Bug beheben müssen und so weiter. Das sorgt aber dafür, dass Sie, um eine Sache zu testen, um dieses Grid, was Sie entwickelt haben, zu testen, dass Sie dort drei Dateien nachladen müssen letztlich. In der Applikation kein Problem, auch in den gebildeten Applikationen kein Problem. Beim Testen jedoch kann das ein bisschen schwieriger sein, weil das in komplett verschiedenen Ordnern liegt. Da kann man dann sowas machen hier. Ich werde nicht zu weit drauf eingehen, aber letztlich ist es so, dass ein lokaler Server hier aufgebaut wird mit so einem kleinen Node.js-Skript und so sieht das dann aus. Und dann liefert man letztlich unter einer URL all diese geteilten Dateien ab, sodass Sie die relativ einfach testen können. Das sieht jetzt sehr kompliziert aus. Es ist relativ einfach, wenn man das dann in der Praxis mal macht. Und dann können Sie ganz dezidierte Software-Tests schreiben, auch in diesem XJS-Framework, was halt per se jetzt nicht so ganz einfach zu verwenden ist mit den Sachen, wie man das sonst mit Node.js oder so macht. Aber mit dieser Sache ist es ganz easy zu integrieren. Einige Don'ts. Ja, jetzt hat man jede Menge Do's. Jetzt haben wir natürlich auch ein paar Don'ts. Öfter jetzt schon angesprochen, das Censure Command Tool ist sehr mächtig, ist total klasse, hilft einem ungemein, aber man sollte sich nicht nur darauf verlassen. Also man sollte hin und wieder auch mal links und rechts davon schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt und sich nicht blind auf den Output verlassen. Also auch da muss man nach wie vor einfach ein bisschen aufpassen. Hier die Message einfach, auch wenn die Tools super sind, man muss auch als Entwickler noch immer noch ein bisschen mitdenken und ein bisschen testen und aufpassen, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Das zweite Don'ts machen viele, das Modern Tool ignorieren. Das ist relativ neu und wenn man von den alten Ext-Versionen hochzieht, ist es sehr naheliegend, auf das Classic Toolkit zu gehen, weil das mehr oder weniger der Port ist der alten Desktop-orientierten Ext-Funktionsweise. Das Modern Toolkit ist sehr mächtig und sehr interessant, eben zwar optimiert für Touchgeräte, aber nicht nur. Wenn ich quasi eine einfache Anwendung habe, die vielleicht auf dem Desktop laufen soll, neben den Touchgeräten, dann kann ich das trotzdem nutzen. Also es gilt immer zu überlegen, ob es nicht eine gute Wahl ist. Also das komplett zu ignorieren, würden wir hier nicht empfehlen. Weiterer Punkt, baut ein bisschen auf das Do auf, Programmierparadigmen zu verwenden, wenn Sie MVC benutzen. Dann sollten Sie auch strikt das Trennen der Applikationslogik von der UI, von den UI-Klassen einhalten. Also jetzt nicht dann doch irgendwie noch dazu übergehen, an den ein oder anderen Stellen Applikationslogik direkt in die UI-Klassen zu hängen. Das fällt Ihnen spätestens bei den Unit-Tests auf die Füße, weil das dann sehr schwer wird, das zu testen, weil eben genau diese Trennung macht es einem relativ leicht, die Komponenten zu testen. Des Weiteren hier der Hinweis auf JSDuck. JSDuck ist ein Open-Source-Projekt, was aus XJS API-Docs generiert. Das wird selbst von Censure verwendet und wir nutzen das auch im GeoX-Projekt. Das heißt, wenn man gewisse Notationen, API-Doc-Blocks in den Code einbringt, kriegt man mit einem Kommandozeilenbefehl eine supermächtige API-Dokumentation. Das heißt, gleich bei der Entwicklung entsprechend dokumentieren, hinterher machen sie sowieso nicht mehr und dann haben sie quasi auf Knopfdruck eine wunderbare Dokumentation für ihren Code. Und außerdem sollten Sie nie vergessen, dass es außerhalb des Ext-Ökosystems und GeoExt halt einfach noch weitere super JavaScript-Frameworks gibt. Wir werden auch immer wieder gefragt,
wie wir dazu stehen und so, wie wir das sehen. Und die Antwort ist im Prinzip immer, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Man muss einfach nur wissen, was die Zielanwendung können soll, für was es gut ist, was die Zielgruppe ist. Und das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, dass eventuell GeoX nicht für alles die Masterlösung ist. Ich glaube, du machst direkt weiter. Bleib ich gleich da. Genau, jetzt werden wir ja zwei Projekte vorstellen, wo GeoX intensiv genutzt wird. Zum einen fange ich jetzt an mit dem Projekt SD-Karma, hat also nichts mit dem Karma zu tun, sondern steht für Smart Data im Katastrophenmanagement, ist ein Forschungsprojekt, an dem ich mitarbeite, und es geht darum, im Prinzip eine Plattform bereitzustellen, die im Hochwasserkrisenfall in nahezu Echtzeit eine aktuelle Lagekarte bereitstellt. Neben der Smart Data Plattform, die quasi die einkommenden Daten als Streams prozessiert und Daten von Relevanz filtert, haben wir quasi ein WebGIS entwickelt, was, wie gesagt, in nahezu Echtzeit die relevanten Informationen auf einer Karte und in entsprechenden Widgets darstellt. Das Ganze ist mit GeoX umgesetzt. Ich zeige jetzt hier mal so ein paar Screenshots. Also wir haben als zentrales Element die Karte mit ein paar relevanten Kartenlayern wie Verkehr, was halt alles in diesem Krisenfall so wichtig ist. Und des Weiteren haben wir irgendwie so gefühlt 10 Module, die man hinzuschalten kann. Und irgendwie alle einkommenden Daten, da haben wir zum Beispiel hier jetzt Physiodaten, also die Rettungskräfte, so ist so die Theorie. Die Rettungskräfte tragen dann solche Fitness-Tracker quasi, dass die quasi überwacht werden können, ob irgendwo Krisenherde entstehen, ob irgendwie Personal ausgetauscht werden muss. Wie gesagt, das System sieht die Einsatzleitung im Hochwasserkrisenfall. Und hier haben wir quasi alle einkommenden Daten mit einer Georeferenz versehen, mit einem Zeitbezug versehen und können das quasi durch die GeoX-Oberflächen sehr schön darstellen, diese ganzen verschiedenen Informationen, und haben auch immer die Verknüpfung zur Karte. Genau, hier auch als Beispiel, es gibt solche Maßnahmenpläne, wo quasi anhand des Pegelstands entschieden wird, welche Maßnahmen durchzuführen sind, jetzt Sandsäcke aufstapeln. Die können auch in der Anwendung verwaltet werden, können dann zurückgeschrieben werden, ist in Arbeit. Das ganze Projektmanagement für den Hochwasserkrisenfall kann man über die Plattform abdecken. Auch hier nochmal so eine Zeitleiste unten, hier, die quasi komplett alle einkommenden Ereignisse zeigt und von denen aus man in die entsprechenden Module schicken kann. Auch hier sehen Sie die Fotos und Videos, die reinkommen, haben hier die Georeferenzen auf der Karte verortet und haben eine tabellarische Darstellung. Genau, hier nochmal ein paar Diagramme, das sieht ganz nett aus. Ja, ein weiteres Projekt ist das Projekt BFS Koala. Das ist noch unveröffentlicht und wird auch derzeit noch entwickelt, sollte aber bald eigentlich bereitstehen für die Öffentlichkeit. Ist auch eigentlich eine Applikation, die bereits bestehende Applikationen auf GeoX ablösen soll. Also die hatten bislang im BFS, Bundesamt für Strahlenschutz, einige Applikationen, die letztlich durch dieses neue Projekt abgelöst werden sollen. Dazu gibt es noch einen dezidierten Vortrag Open Source Strategien im Notfallschutz von Marco Lechner. Den werden Sie vielleicht noch sich anschauen können. Da geht es noch ein bisschen detaillierter drauf. Ich will nicht so sehr auf den Hintergrund gehen. Wird alles in diesem anderen Talk passieren. Die Applikation, wenn man sie lädt, sieht letztlich so aus. Das sieht nicht mehr aus wie so ein klassisches GeoXt alt, ja, etwas einfacher, strukturierteres oder also dieses Desktop-Sache aus, sondern es ist ein aufgeräumter Client, den man allerdings mit einigen Mausklicks doch wieder dahin bekommt, dass man, wenn man jetzt wirklich einige Sachen öffnet, wo man halt hier verschiedene Oberflächenelemente sieht von XJS, die halt teilweise auch einen geografischen Bezug über OpenLayers haben. Oben rechts sehen Sie, wird ein WMS hinzugefügt, da werden Capabilities also gelesen. Oben links ist eine Suche, die WFS letztlich abfragt. Dort wiederum etwas in der Mitte so ungefähr sind die Three Charts, die Three, eine schöne Bibliothek, um letztlich auch Visualisierungen darzustellen, kann man dort einbetten und. Zwei Sachen wollten wir noch gerne hervorheben. Wir haben auch eine wunderbare Interaktion mit Mapfish Print, vielleicht der besten Lösung, um PDFs zu erzeugen aus Webkarten. Das spricht mit Mapfish Print 3 und Sie sehen hier links, das ist ein durchaus komplizierter Dialog, in dem man noch fein konfigurieren kann, wie dann das PDF aussehen soll. Vieles davon, also das wirkt dann schon wieder fast ein bisschen überladen, aber es zeigt in diesem Fall einfach, wie viele Optionen Sie eigentlich haben, um mit dieser Applikation zu interagieren. Und das resultierende PDF sieht dann etwa so aus, wie gesagt, Mapfish Print 3. Sie sehen, jetzt steht hier überall noch bitte eintragen. Das heißt, ich wollte einfach nur zeigen, dass wir auch mit diesem anderen Open-Source-Projekt, diesem Klasse-Projekt, wunderbar interagieren können.
glaube, du hast noch ungefähr eine Minute Zeit, um das zu machen, oder? Minütchen haben wir noch? Zwei. Okay, der letzte Punkt war ja so ein bisschen so ein Tutorial-Style. Initial hat man sich überlegt, das vielleicht live zu zeigen, aber das ist auch ein bisschen schwierig mit den Rechnern hier. Ist auch gar nicht schlimm, dass wir jetzt nicht so viel Zeit haben. Wir wollten nur zeigen, dass es kein Hexenwerk ist, quasi einen Startpunkt zu bekommen für die GeoExt-Entwicklung. Das heißt, Ihre erste Hallo Welt GeoExt-App können Sie in weniger als 5 Minuten mit den folgenden Schritten zusammenbauen, weil viele auch zu uns kommen und sagen, ja, da brauche ich irgendwie Ext und OpenLayer, so ein GeoExt und wie spielt das alles zusammen? Das ist gar nicht so schwer. Wie gesagt, wir haben die Schritte hier dokumentiert. Können Sie einfach mal ausprobieren, was Sie halt machen. Sie müssen sich Ext runterladen in der GPL-Version und das Zencher Command Tool installieren und dann einfach die folgenden Schritte ausführen. Und wenn Sie dann quasi die Applikation starten, haben Sie im Prinzip schon eine lauffähige GeoExt-Anwendung, eine Interaktion mit der Karte, die sich in ein Menü einhängt. Und das ist ein super Startpunkt. Das ist dann auch alles schon MVC oder MVVM basiert. Und das ist quasi ein super Startpunkt, um einfach loszulegen, um Ihre eigene Entwicklung zu machen. Also die Einstiegshürde ist vielleicht gar nicht so hoch, wie man meint. Gut, das war's dann von unserer Seite. Ja, danke für den Vortrag und das tolle Einhalten der Zeit. Gibt es Fragen? Dann stelle ich jetzt eine Frage. Ich bin ja nun nicht Kölner, aber gefühlt ist da immer Hochwasser, zumindest in der Presse. Hat sich das System schon in einem Echteinsatzfall bewähren müssen? Oder ist das sozusagen noch eher ein theoretisches Konstrukt? Das ist eher noch ein theoretisches Konstrukt, weil das Projekt läuft noch tatsächlich. Aber wir haben, also in dem Projekt ist die, also ich jetzt nichts Falsches sage, die Stadtentwässerungsbetriebe, die dann zur Hochwasserschutzzentrale werden im Krisenfall, ist quasi mit im Projekt dabei. Das heißt, es ist nicht so ein paar Geoinformatiker und Informatiker sich was theoretisch ausdenken, was cool in Software zu gießen ist, sondern es ist wirklich ein Realbezug da. Getestet ist es nicht, weil leider noch kein Hochwasser war. Weitere Fragen, Anmerkungen?